Kamek hat sich schon wieder in der Traumwelt versteckt. Bevor wir versuchen, das Traumportal zu erreichen, holen wir uns das 10. Attackenfragment ab, welches ich am Anfang der letzten Folge völlig übersehen habe. Den Weg dorthin werde ich euch ersparen. Bis gleich, Skimaiski. Okay Leute, von hier aus hatten wir in der letzten Folge angefangen gehabt. Unten rechts befindet sich ein weiterer Ausgang und in diesem Raum befindet sich das 10. Attackenfragment. Jedoch habe ich den Weg zum 10. Attackenfragment gar nicht richtig wahrgenommen. Und zwar hier befindet sich eine Metallbrücke, sage ich mal. Und von hier aus kommen wir hier an. Ein Kettenhund, ein Fragezeichenblock, Wundersirup, nice. So, hier ist auch das 10. Attackenfragment. Das bedeutet, wenn wir diesen Block aktivieren, lernen wir eine neue Attacke. Aber ich würde mal sagen, dass wir uns vorher um diesen Kettenhund mit dem Wandergei auf dem Kopf bekämpfen. Ui, das sind sogar zwei Kettenhunde. Okay, wir sollten auf jeden Fall zusehen, dass wir einen Besitzer von dem Kettenhund direkt KO'en. Weil dann ist das so, dass hin und wieder der Kettenhund ohne Besitzer auch mal seine Kollegen attackiert. Okay, Wandergei. Ich attackiere diesen Wandergei. Jetzt können wir auch viel mehr Damage mit dem Hammer machen. Daher sollten wir die meisten Gegner eigentlich schon durch den ersten Angriff KO'en. Super. Och Mist, ich verplane das immer wieder. Ich verplane das immer wieder. So, wen greift er an uns? Ja, uns, okay. Nochmal springen, okay. Und was macht er? Läuft er? Okay, dieses Mal ist er nicht gelaufen. So, Luigi. Wie wäre es, wenn du die Paarattacke einsetzt? Ja, wir fangen ganz auf entspannt an mit dieser Paarattacke. Ich glaube, in den letzten 10 Folgen habe ich das voll aufgebracht, diesen Spruch und diese Paarattacke gleich zu Beginn in den ersten Kämpfen der letzten Folgen. So, weiter geht's. Ja, super, okay. So, jetzt kriegst du was auf die Nuss und zwar exzellent. Hat nicht ausgereicht, aber Mario wird dich gleich KO'en, Kollege. Pass mal auf. Und das war's. Aber sowas von. Ja, der Mario hat jetzt den Regenbogenrang erhalten. Luigi ist der Nächste, der kurz davor ist, den Regenbogenrang zu erhalten. Ich möchte auf jeden Fall, dass Luigi demnächst auch den Regenbogenrang erhält, weil vielleicht könnt ihr euch noch daran erinnern, als wir bei Blockhilde waren in ihrem Shop. Dort gab es einen Bereich, den können wir nur betreten, wenn wir den Regenbogenrang haben. Jetzt ist nur die Frage, ob es ausreicht, wenn ein Bruder den Regenbogenrang hat oder ob beide den Regenbogenrang haben müssen. Weil vielleicht können wir dann, wenn jetzt Mario als einziger diesen Raum betreten kann, nur mit Mario vielleicht dort einkaufen, wenn man da etwas kaufen kann. Aber okay, das kommt ja bald. Erstmal kümmern wir uns hier um das 10. Attackenfragment. Sehr schön. Das heißt, du verfügst jetzt über eine zusätzliche Paarattacke. Diese Paarattacke sollte auch die letzte Paarattacke sein, die wir erlernen werden. Sternrakete, 12 Brüderpunkte, okay. Neige das System, um deine Flugbahn zu ändern und kleine Sterne zu sammeln. Ah, okay. Drücke den A- und B-Knopf beim Landen. Mehr kleine Sterne bedeuten mehr Kraft. Ah, das ist ja genauso wie in Ultrasonne und Ultramond, wenn man da in den Ultraforten am Fliegen ist und immer diese Energieringe durchpassiert. So kann man dann für eine längere Zeit weiterfliegen, ohne dass man jetzt von den Ultraforten angezogen wird. Gut, was wollte ich jetzt machen? Ich wollte mir doch nur die Demo anschauen. Hä? Habe ich vergessen, auf Y zu drücken? Puncher, wie verplant bist du, Junge? Deine Gehirnzellen müssen erstmal aktiviert werden, sagst du? Nee. Okay, Status. Nein. Sammlung. Auch nicht. Ips. Genau, Attacken. So, war das? Nee, das war, glaube ich, Luigi, genau. Du warst das. Genau, jetzt können wir uns endlich die Demo anschauen. Hä? Habe ich nicht auf den Y-Knopf gedrückt? Gut. Wie sieht die Attacke aus? Wir drücken erstmal den B-Knopf. Dann neigen wir mit dem 2 oder 3 DS so, dass wir die Sterne auf dem Weg einsammeln. Okay, ja, das sieht sweet aus. Mhm. Oh, ich stelle mir das gerade voll entspannt vor, wenn man so nachts kurz davor ist zu schlafen. Und noch ein bisschen chillt. Und jetzt A-Knopf, genau dann und dann nochmal B. Aha, okay. Okay, alles klar. Wisst ihr was?
Ich übe das nur ein einziges Mal. Nur einmal. So, let's go. Irgendwie sieht das ziemlich spaßig aus. Lass mal gucken, ob ich richtig neige. Nach oben. Ja, nach oben. Uiuiui, wie sieht das denn aus? Ich meine, ich krieg alle Sterne bis jetzt, aber das sieht ja eklig aus, wie ich das hier mache. Sorry, Leute. Aber das ist auf jeden Fall easy eigentlich. Bis jetzt habe ich alle Sterne. Bis jetzt habe ich alle Sterne. Jawohl. So, und jetzt? Ah. Exzellent. Ist ja cool. Ich habe es hingekriegt. Nice. Diese paar Tage gefällt mir, Leute. Ich bin der Meinung, dass wir diese paar Tage so schnell wie möglich ausprobieren sollten. Aber gut. Jetzt kehren wir wieder zurück. Und ich mache von hier aus wieder einen Cut. Und erspare euch den Weg zurück. Okidoki, Leute, wir sind wieder zurück. Das Traumportal befindet sich hier in diesem Käfig. Hier auf der linken Seite befinden sich wieder Schalter, die für enormen oder für leichten Luftdruck sorgen können. Und von hier aus sollten eigentlich Mega-Bob-Bombs rauskommen. Jetzt ist nur die Frage, wie das geschehen soll. So wie es aussieht, müssen wir auf jeden Fall darauf Einfluss nehmen. Anders geht das höchstwahrscheinlich nicht. Ah, super, da ist ein Gegner. Ich habe gerade so sehr das Bedürfnis zu kämpfen, Leute. Ich meine, ich musste ja wieder durch die ganzen Mega-Bob-Bombs durchgehen und das war voll heftig. Dieses Mal habe ich sehr oft gefailt, wobei ich in der letzten Folge es beim ersten Versuch schon geschafft hatte. Das war richtig lustig. Okay, ja, wir können gleich mit Luigi die neu erlernte Paar-Attacke ausprobieren. Aber ich würde mal sagen, ich attackiere diese Gegner erstmal mit dem Hammer. Ich fange mit dir an. Reicht noch nicht aus, okay. Ich meine, jetzt kann... Oh nee, ey, das passiert mir immer wieder. Jetzt kann Mario noch mehr Damage machen mit dem Hammer. Aber so wie es aussieht, muss Mario noch stärker werden. Nein, Luigi. Oh, ich muss dem Mario gleich auf jeden Fall Pilze geben. Oh nee, nee, ey, das gibt's doch nicht. Ey, spring, spring. Ja, wenn einer von den beiden Brüdern einmal am Brennen ist, dann... Ich meine, wenn sie am Brennen sind, dann können sie nicht springen. Mist. So, du bist sowieso kurz davor, K.O. zu gehen. Du wolltest doch die neu erlernte Paar-Attacke einsetzen. Was ist nur los? Das ist doch eine etwas dicke Show hier. Okay, dem Feuerbruder sollten wir doch K.O.'n, oder? Komm schon. Komm schon. Okay, lohnt es sich jetzt? Ui! Die Paar-Attacke einzusetzen. Ich meine, nur noch einen Gegner. Aber so wie es aussieht, können wir sowieso nur einen Gegner treffen. Oh nein, nein, ich habe ihn treffen lassen. Wir haben eine weitere Bonusaufgabe erfüllt. Ist das nicht geil? Ich glaube, wir müssen nur noch zwei Bonusaufgaben erfüllen. Wir können uns das mal gleich ansehen. Okay, so jetzt ein bisschen besser neigen. Ja, das sieht... Oh nee. Wie jetzt? Jetzt habe ich den Stern total verpasst. Vorhin, als ich am Testen war, ging's doch. Komm schon. Och nö, schon wieder einen Stern verpasst. Okay, gut. Ach, der ist schon K.O. Der ist schon K.O. Traurig. Ui, über 1000 Erfahrungspunkte. Und wir sind kurz davor, 40.000 Münzen zu erreichen. What is hier los? Okay, ab ins Menü. Erstmal Pilze verteilen. Ja, muss sein. Luigi auch. Brüderpunkte? Nee, muss ich nicht. Nee, muss ich echt nicht. So, jetzt schauen wir uns mal kurz die Bonusaufgaben an. Wie viele müssen wir noch erfüllen? Insgesamt 3 sogar. Okay. Habe ich vorhin 2 gesagt? Nee, so wie es aussieht, müssen wir noch insgesamt 3 Bonusaufgaben erfüllen. Dann war es das. Kettenhund? Ja, ganz ehrlich, dich bekämpfen wir auch. Von hier aus geht's weiter. Hier ist ein weiterer Ausgang. Aber... Der ist ebenfalls versperrt. Wieder so ein Käfig, hä? Was ist das denn hier? Ein Schlauch? Hier ist ein Schalter. Und hier ist ein Schlauch. Hä? Hm. Oh, okay. Ja, hier werden höchstwahrscheinlich wieder Mega-Bob-Bombs entlang kugeln. nee, dieser Ausgang wurde manipuliert. Oh, hier ist ja ein Kamek-Block. Icy, Icy.
Okay. Oh, hier ist ein weiterer Ausgang. Sind hier noch vielleicht weitere Karmic-Blöcke? Von hier sind wir doch gerade gekommen. Keine Schale, übertreib nicht. Okay, erstmal kämpfen wir ein bisschen. Komm her, Kettenhund. Bam! Ui, ich habe Wandergei getroffen. Ja, hin und wieder passiert sowas. Jawoll. Ich sitze an die Leine und Mario und Luigi ran an die Arbeit. Ach, das ist die 100. Folge. By the way. Krass. Ich habe nicht daran gedacht, dass ich irgendwann mal ein Let's Play bringen werde, welches 100 Folgen hat, sogar mehr. Ich meine, ich habe ja jetzt vor 2 Jahren und 3-4 Tage, noch einige Tage darauf, meinen Account erstellt. Und nach 2 Wochen hatte ich das erste Video auf dem Kanal hochgeladen, welches ich auch gelassen habe. Ey, was ist denn los? Also das erste Video ist immer noch auf dem Kanal. Das war so ein Wi-Fi-Battle auf dem Kampfplaza. Da habe ich nicht gesprochen. Ich kann jetzt keine Paar-Attacke einsetzen. Nee, dann würde ich mal hier mich doch um Marios Kraftpunkte kümmern. Genau, also vor 2 Jahren und einige Tage noch darauf habe ich meinen Account erstellt. Und ich glaube, in derselben Woche, was soll denn das? In derselben Woche habe ich noch ein Video hochgeladen gehabt. Aber das Video, ne? Ich habe da wie ein Roboter gesprochen gehabt. Und habe auch am Anfang sehr viel gesprochen gehabt, ehrlich gesagt. Da habe ich mir gedacht, nee, irgendwie hat mir das Video nicht gefallen. Dann habe ich nochmal so ein Video aufgenommen. Nur dieses Mal habe ich nicht geredet. Ich dachte, egal, ich nehme nochmal ein Video auf. Und das war derselbe Content. Also das allererste Video war ein Kampf auf dem Kampfplaza. Und dazu hatte ich ein bisschen geschnackt, aber ich habe echt komisch geredet, auch meine Stimme. Ich war wie so ein Roboter. Dann habe ich das Video halt gelöscht, nochmal neu aufgenommen, wie bereits erwähnt, ohne zu sprechen. Und dieses Video ist so mäßig das zweite Video auf dem Kanal, aber das erste Video, was seit Tag 1 auf dem Kanal zu finden ist. Genau. Das war halt das erste Video auf dem Kanal. So inoffiziell ist voll komisch zu erklären, aber ich denke, ihr habt das verstanden. Ja, hin und wieder merke ich aber selbst, wie krass ich mich verändert habe. Also jetzt, auf die Inhalte der Let's Plays bezogen. Klar, hin und wieder lasse ich mich mal kommentiermäßig extrem gehen, bringe so viele Sachen durcheinander oder sage Sachen, die ich so gar nicht sagen würde. Irgendwie, da schaue ich mir selbst die Videos an und ich denke mir, was schnackst du da? Das hat doch gar keinen Sinn ergeben. Oder das hat doch gar keinen Zusammenhang. Oh nee, wie viele grammatikalische Fehler hast du denn da eingebaut? Also ich bin schon jemand, der sich sehr, sehr stark kritisiert und auch hin und wieder mal streng zu sich sein kann, wenn ich merke, dass ich die Sache nicht ernst nehme. Wobei, eigentlich bin ich schon jemand, der die Sache ernst nimmt. Aber manchmal habe ich das Gefühl, einfach aufnehmen und fertig. So kommt es mir manchmal vor, aber da sage ich dann immer, nee, wenn du etwas aufnimmst, dann solltest du wissen, was du aufnimmst. Und du solltest auf jeden Fall Wissen im Hinterkopf haben, damit du auf das Spiel eingehen kannst. Und auch den Zuschauern wissensmäßig etwas geben kannst oder mitgeben kannst. Ich meine, das gehört auch zu den Let's Plays. Jetzt gerade frage ich mich innerlich zum Beispiel, was ist nun los mit mir? Ich spiele gerade so schlecht, weiß ehrlich gesagt auch nicht, was ich mache und rede einfach so vor mich hin. Was? Einmal habe ich solche Tage, Leute. Ich stehe auf und sage alles, was mir so durch den Kopf geht. Und ich habe das Gefühl, dass sich das mittlerweile auch irgendwie, Let's Plays mit ein integriert. Ich weiß nicht, ob das cool ist. Vielleicht kann das auch interessant sein. Was schnackt der Typ da die ganze Zeit? Egal, ich hör mal zu. Gut. Ja, wir haben jetzt hier 2 Ausgänge, die wir wählen können. Ein Ausgang ist hier manipuliert und auch mit einem Symbol gekennzeichnet. Ich würde mal sagen, wir gehen erstmal hier durch. Ich meine, wenn wir uns die linke Seite anschauen, dann können wir ja schon einen Raum sehen. Hier aber können wir noch nichts sehen. Oh, hier sind die Mega-Babams. Okay, das ist gut zu wissen. Das ist auch der einzige Raum hier. Super. Also von hier aus gibt es nur einen Ausweg.
Ui, so viele Schalter. 1, 2, 3, 6. Was geht denn hier ab? Oh, Luigi, was machst du denn da? Oh, ein Kettenhund. Nee, warte, Kollege. Erstmal kümmere ich mich hier um Mario. Ah, ich glaube, jetzt weiß ich, warum ich hier eben gerade einfach mal losgeschnackt habe. Ich meine, das liegt meistens auch an den Kämpfen. Ich meine, die Kämpfe kennt ihr ja schon. In diesen Momenten lasse ich mich irgendwie gehen. Ich weiß manchmal nicht, was ich machen soll. Ich meine, ich kann ja nicht zum 100. Mal darauf reagieren. Oh, nee, ey. Zum 100. Mal darauf reagieren, wie ich vor Kettenhund stehe. Boah, ein Kettenhund! Heftig, der ist ja voll zäh. Das habe ich ja schon einige Male gesagt. Das ist wie im Pokémon, wenn man irgendwo im Wald ist und versucht, eine neue Stadt zu erreichen. Spricht man, glaube ich, manchmal los, weil man im Hinterkopf den Gedanken hat, hey, ich nehme gerade ein Video auf, ich mache hier gerade ein Let's Play und ich habe keinen Bock auf Leerlauf. Weil dann ist das ja kein Let's Play mehr, sondern ein Walkthrough. Yabadabadu, was willst du tun, Kettenhund? Uiuiui, ich dachte schon, dass ich den Panzer nicht mehr erwische. So, was machen die aggressiven Kettenhunde jetzt? Ich habe das Gefühl, dass er uns angreift. Mist. Oh, ich habe ihn noch erwischt. Jawohl, super, gib ihm. Oh nee, ich habe mich treffen lassen. Aber ich finde es immer wieder heftig, wie viele Kraftpunkte die einem abziehen, ne? Das ist schon mega heftig. So, Sternrakete, gib ihm. Ja, dieser Kettenhund wurde auch gerade angedamaged. Mal gucken, wie ich mich jetzt anstellen werde. Kriege ich alle Sterne? Den ersten habe ich schon mal. Den zweiten auch. Ui, weiter. Ich finde das voll geil. Ach doch, ich finde das geil. Werden wir noch eine Traumattacke erlernen? Ich glaube, das war's auch, ne? Mit den Attackenfragmenten in den Traumwelten. Oh ne, ich habe... Hä? Ist ja crazy. Okay, das ist aber logisch, bin ich der Meinung. Ich meine, wenn man zum Beispiel nicht mehr in der Luft ist und auf dem Boden landet, dann geht das kaputt, ne? Ergibt irgendwie Sinn. Aber das war's. Mist. Schade, das war ein bisschen peinlich. Ich hätte sehr gerne diese Paar-Attacke ausgeführt. Hätte, Fahrradkette. So, weiter geht's. Wo seid ihr Gegner? Okay, von hier aus kommen wir ja nicht mehr weg, ne? Gibt es hier auf der linken Seite etwas? Ach, von da sind wir gekommen. Ja, Leute, ich bin heute extrem verpeilt. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ich habe sogar verpeilt, dass das die 100. Folge ist. Oh, weh. Wartet mal, gibt es hier irgendwas? Ja, gibt es. Hey. Nee, ne? Okay, von hier aus erreiche ich diese hochgelegene Platte nicht. So hochgelegen ist sie gar nicht. Ah, von hier aus geht's weiter, okay. Und hier ist ein Ausgang, ne? Und was haben wir hier auf der linken Seite? Ist hier auch etwas Verstärktes? Nein, nichts. Okay, gut. Bevor wir den unteren Ausgang nehmen, checken wir mal hier die Lage ab. Oh, ich habe da ein Fragezeichen überhaupt gesehen. Okay. Soll ich überprüfen. Was für ein Item ist da wohl? Münzen? Wunderbonbon. Ich glaube, ich habe bis jetzt dieses Item nicht mal ein einziges Mal benutzt. Warum? Warum? Warum habe ich das gemacht? Ah ja, genau. Ich habe ja auch hin und wieder mal die Orden ausgewechselt. Und ich mache das bald wieder. Also, in den nächsten Folgen werde ich nochmal diese Orden verwenden. Ich profitiere sehr davon. Und falls wir gegen Kamek kämpfen sollten, dann wäre es auf jeden Fall gut, wenn ich nochmal diese Orden am Start habe, wodurch wir für 6 Runden Schutz bekommen. Hoffe ich das? Hoffe ich das? Ey, das kriege ich hin. Das kriege ich hin. Reg mich nicht auf. Wartet mal, ich mache das anders. Nein. Jawohl. So geht das. Oh, da ist etwas. Ah, okay, von hier aus können wir diesen Fragezeichenblock erreichen. 100 Münzen. Oh nee, ey, was ist nur los? Ich hab doch schon gegessen. Was ist nur los? Okay. Ah, ich glaube, hier gibt es nichts mehr. Jawohl, das war knapp. Nö, hier gibt es nichts mehr. Okay, dann machen wir die Kehrtwende.
Pokémon. Das war's. Ja, okay, gut. Jetzt bin ich gespannt, was sich da unten befindet. Aber so wie es aussieht, waren wir schon mal in diesem Raum. Ich meine, von hier aus können wir den Raum sehen. Gut, Hauptsache ist, dass wir nicht vergessen, wieder hier hinzukommen. Müssen wir überhaupt hier sein? Ah, okay, jetzt verstehe ich. Immer wieder haben wir mal Bereiche gesehen, die wir nicht erreichen konnten wegen Sperrungen. Was kann man denn hier machen? Kann man da rüberspringen? Ja. Einfach auf die Karte schauen. Dann macht man nichts Falsches. Sag mir Bohnen. Durstig, dass hier Bohnen sind. Oh, ich dachte, hier sind Bohnen. Das wäre geil. Das wäre echt geil. Aber hier ist so ein Block. Ach, hier waren wir schon? Hä? Wozu gibt es diesen Ausgang dann? Mist, jetzt können wir nicht mehr dahin. Habe ich mir jetzt alles angeschaut da? Habe ich vielleicht irgendetwas übersehen? Ich hoffe nicht. Wartet mal, jetzt müssen wir wieder dahin. Also wieder von hier durch. Okay, ich würde mal sagen, wir schauen uns doch ein einziges Mal die Ecke an. Nicht, dass ich irgendwo ein Fragezeichenblock übersehen habe. Ich bin wirklich sehr neugierig, Leute. Das ist nicht immer gut. Nicht immer gut. Und, ey, sag mal, bist du bescheuert oder so? Tut mir leid für meine Ausdrucksweise. Das war jetzt nur auf mich bezogen. Und manchmal denke ich nur, was ist denn los? Aber ich glaube, ich brauche einfach nur Action. Ich meine, im Hinterkopf weiß ich ja, boah, ey, ich bin jetzt hier in Bowsers Festung und ich muss die ganze Zeit Kamek suchen. Der Kerl ist original zum dritten Mal in der Traumwelt, ey. Was soll denn das? Komm darauf nicht klar. Ich komme darauf nicht klar. Oh, hier ist nichts. Und das war wieder knapp. Toll, ey, ich habe hier nichts übersehen. Hätte ja sein können. Habe ich wirklich nichts übersehen? Ach was. Ernsthaft jetzt? Wartet mal. Das ist wieder so ein Weg, den ich nicht gesehen habe. Warum schaue ich auch nicht auf die Karte? Na gut. Ah, cool. Wir sind jetzt wieder hier. Ja gut, dann müssen wir nicht nochmal diesen Weg von der linken Seite nehmen. Wir können das gleich von hier aus machen. Wir sind wieder da, wo wir sein wollten. Okay, ich würde mal sagen, wir kümmern uns erstmal hier um die Mega-Bobombs. Jetzt ist nur die Frage, how? Okay, ich würde mal sagen, diesen Schalter aktivieren wir. Diesen auch. Diesen auch. Aber wie kriegen wir... Genau, wie kriegen wir diesen Fragezeichenblock? Ah, cool. Alles klar. Ah, okay, den müssen wir ausmachen, so wie es aussieht. Genau, runter. Okay, den müssen wir den auch ausmachen. Da müssen wir. Und den müssen wir anmachen. Jawoll. Sieht das nicht sweet aus? Schaut mal, was Kancha geplant hat. Das wird dem Kamek nicht gefallen. Okay, gut. Dann können wir... Ui, ich bin schon wieder fast in die Lava hineingefallen. Dann können wir von hier aus weitermachen. Auf der linken Seite, ne? Wollten wir uns etwas anschauen? Wobei, ah, okay. Wir kümmern uns erstmal hier um die Mega-Bombs. Oder wollen wir... Nee, auf der linken Seite waren wir doch schon mal. Nee, den können wir doch gar nicht jetzt passieren. Stimmt. Kancha. Was ist denn los? So, wie machen wir das mit den... Ui, ui, ui. Bam, in your face. Ach was. Das hat ausgereicht. Nur diesen Schalter muss ich betätigen. Ist ja geil. Es ist ja nicht so, dass wir in einen neuen Raum kommen, wenn wir jetzt durch diesen Weg hier gehen. Ich meine, durch diesen Ausgang. Ah, okay. Hier müssen wir weitermachen. Aber, hier waren wir doch nicht. Okay. Okay, dann schauen wir uns erstmal hier um, Leute. Muck nicht auf, Kollege. Du willst hier nicht mit uns anlegen. Ich bin nicht gerade in der richtigen Stimmung dafür. Nee, alles Spaßi-Marsi. Ein Kettenhund? Ein Fragezeichenblock und ein Luigi-Block. Leute, wo sind wir hier? Nein, ich wollte mich gleich um dich kümmern.
Ich habe nicht mal den Erstangriff hingekriegt. So was von beschämend. Alle, direkt alle attackieren. Und bis zum Schluss durchziehen. Exzellent. So, jetzt muss ich aber auch auf die Zeit achten. Ich habe vorhin insgesamt 4 Minuten, glaube ich, aufgenommen. Jetzt haben wir schon knappe 20 Minuten. Okay, alles klar. Also 6 Minuten sind noch drin. Gute 6 Minuten. So, ja. Ich meine, es gibt ja noch hier den einen oder anderen, der sich mit uns unbedingt anlegen möchte. Das gibt's doch nicht. Oh, ich vergesse das immer wieder. Immer wieder vergesse ich das. So, ich versuche noch einmal die Sternrakete-Attacke einzusetzen. Und ich hoffe, dass das diesmal klappt. So, meinetwegen verzichte ich auch auf den einen oder anderen Stern. Hauptsache ist, dass ich nicht auf dem Boden lande. Jetzt weiß ich, was das Problem ist. Mein Kabel hängt gerade komisch, deswegen kann ich das nicht in die Länge ziehen. Aha, okay. Ja, ich habe, glaube ich, alle Sterne bekommen. War kein Exzellent schon wieder, weil der Gegner vorher down gegangen ist. Okay, ja, komm, Kollege. Also, gegen dich. Oder für dich setze ich keine paar Attacke ein. Eigentlich wollte ich die Hammerattacke verwenden, einsetzen, aber gut, dann ist das so. Mit den Stiefeln können wir auch hier etwas bewirken. Aber erstmal sehen wir uns hier ums Kim. Uiuiui, schnell zurück. Oh, das war knapp. Super, was haben wir hier? Gut. Mann, von hier aus irgendwo hin? Nee, geht nicht. Okay, hier gab es halt einen Fragezeichenblock, einen Luigi-Block und einen Kettenhund. Da machen wir weiter und kämpfen kurz gegen Robo-Antasma. Aber erstmal bekommt Mario natürlich einige Pilze. Oder einen Pilz. Wiederpunkte, ja. Luigi braucht definitiv einen Super-Sirup. Ist auch der letzte Super-Sirup. Oh, ich muss einkaufen gehen. Komm her. Oh, geil. Habe ich ihn erwischt? Eigentlich wollte ich gar nicht die Prallball-Attacke einsetzen. Ist ja geil. Ich habe die erwischt. Ungewollt. Bomben-Derby, okay. Bin dabei. Ja, muss sein. Abwechslung. Mario, steh auf. Oh, Mario, komm schon. Och, nee, ne? Immerhin haben wir den einen Gegner platt gemacht. Mist. Gib uns Münzen. Oh, so ein Feuerball. Feuerbruder. Exzellent. Wie man das immer selbst einmal erwähnt. Oh. Hey, diese Pflanze kenne ich von Super Mario 3D Land. Da hat die Pflanze immer mit Öl einbespuckt. Oder beziehungsweise den Topscreen. So war das Ganze ein wenig verschwommen. Aber gut, ich kam klar. Wie viele Sportbälle habe ich? Habe ich mir nicht einige gekauft gehabt? Ja, schaut mal, 50 Sportbälle. Ja, du kannst auch sehr gerne am Kampf teilnehmen. Was, du bist down? Nein. Nein, ah, okay. Kommt er wieder? Okay, nee. Ach ja, oh, ich habe den Feuerball vergessen. Ich dachte, der Feuerball kommt immer dann, wenn wir kurz davor sind, den Kampf komplett zu verlassen. Okay, gut. Dann ist das so. Bam, Junge. Das war's. Und bekommen wir ein weiteres Symbol? Nee, aber sobald wir den nächsten Kampf wahrnehmen, dann ja. 2, 3 Bonusaufgaben noch. Hm. Also ich würde mal sagen, ich werde definitiv alle Bonusaufgaben mit euch gemeinsam abschließen. Auch wenn das dann ein Video wird, für welches ich nur 1-2 Minuten brauche, das schneide ich dann das schneide ich dann zusammen und tue das in die Playlist. So, wo sind denn die Mega-Bombs? Achso. Hä? Wartet mal. Muss ich nochmal zurück? Stimmt, ergibt Sinn. Stimmt. Ach, jetzt verstehe ich, warum dieser Weg versperrt war. Ich habe das Gefühl gehabt, oder für mich hat das so ausgesehen gehabt, als ob wir schon mal hier gewesen sind. So, genau. Hier muss ich diesen Schalter nochmal aktivieren, damit die Bombe auch oben landet.
Genau, jawohl, das reicht. Das reicht schon. Von hier aus können wir dann wiederum mit diesen Bomben spielen. Genau, den Fragezeichenblock. Wie können wir den aktivieren? Wo vielleicht? Ah, cool. Ist ja geil. Ist ja geil. Oh, diesen Schalter müssen wir wieder aktivieren. Ah, okay, gut. Jawohl. Sieht doch super aus. Ah, okay. Die Bombe geht nach oben. Ah, oh, da ist ja ein Bodenloch. Hammer. Das sind zwei Bodenlöcher. Das sind zwei Bodenlöcher. Die holen wir... Ah, nee, noch nicht. Geht nicht. Und ich habe gerade gesehen, dass wir die Bombe auch hier nach unten... nach unten fördern können. Das machen wir dann so, indem wir diesen Schalter ausmachen. Hä? Oder nee, vielleicht den hier aktivieren. Ja, super. Okay, gut. Wo gehst du jetzt in Bombe? Wo geht die Bombe jetzt hin? Ah, wir müssen jetzt wieder zurück, oder? Nee, wir müssen jetzt zu dem Stern. Ja, 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 ja. Also ich hoffe, dass ich das jetzt richtig mache, weil für mich ergibt das Ganze anders keinen Sinn. Na gut, weiter so. Jawohl, so wie es aussieht, machen wir hier gerade alles richtig, Leute. So, den ersten Schalter müssen wir ausmachen. Oh, super. Super, super, super. Ich bin so glücklich, dass ich dieses Video aufgenommen habe. Ich meine, ich muss zugeben, ich musste mich auf jeden Fall motivieren, um dieses Video aufzunehmen, weil wir ja seit mehreren Folgen, wie bereits erwähnt, hier die ganze Zeit in Bowsers Festung sind und vieles nochmal wiederholen müssen. Und ja, da macht man sich immer wieder Gedanken, wie die nächsten Videos werden sollten, auf die Qualität bezogen, auf die Stimmung. Könnte das zu monoton werden mit dem Kommentieren, aber ich hoffe, dass ihr das nachvollziehen könnt oder verstehen könnt. Wenn ihr Tipps habt, sehr gerne in die Kommentare. So Leute, alles klar, jetzt haben wir alles fertig. Nur, ich habe eine Frage. Ich habe da eben Bodenlöcher gesehen. Wie bekommen die denn diese Bodenlöcher? Das ist wichtig. Die müssen wir auf jeden Fall mitnehmen. Okay, ich würde mal sagen, bevor wir die Traumwelt besuchen, kümmern wir uns um diese Bohnen auf der anderen Seite. Wie kommen die dahin? Also von hier aus kommen wir nicht dahin. Guck mal, ich schaue mir mal die Karte an. Genau, von da kommen wir dahin. Okay, ach, ah, okay, alles klar, jetzt verstehe ich's. Jetzt verstehe ich's. Okay, gut, Leute. Ich frage mich gerade, ob wir das noch in diesem Part machen sollten. Dann könnte aber der Part etwas länger werden. Nur dafür müssten wir das dann nicht im nächsten oder in den nächsten Parts machen. Dann könnten wir direkt mit der Traumwelt anfangen. Also so wie es aussieht, müssen wir hier nochmal raus und den linken Ausgang... Also hier den linken Ausgang wählen. Oh, ein Kettenhund. Wir kämpfen gleich gegen dich, okay? Versprochen. Mist, jetzt habe ich ihm das versprochen. Na gut, dann muss ich das anhalten. Hier waren wir schon, ne? Ja, genau, genau, genau. Hier waren wir definitiv. Daran kann ich mich gut erinnern. Ah, cool. Von hier aus können wir also... Bodenlöcher erreichen. Ah, so wie es aussieht, war dieser Ausgang manipuliert und ich habe das gerade nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Tempobohne. Brüderbohne. Sehr gut. Dieser Schalter wurde ja schon bereits aktiviert. Gibt es hier irgendetwas, was noch interessant sein könnte? Nee, ne, Leute. Ich meine, den Schalter können wir ja nicht mehr aktivieren. Das haben wir die Mega-Bauern schon gemacht. Bringt ja nichts. Außerdem... die beiden Baus automatisch runtergesprungen, ohne dass ich das jetzt gemacht habe. Okay, hier ist noch so ein Kettenhund. Ja, ich würde mal sagen, den bekämpfen wir noch, ne? Wo war denn der? Ach, der war hier unten. Ah, aber vorher gibt es erstmal einen Pilz. Und wo wir schon mal hier im Menü sind, verteilen wir auch gleich die Bohnen. Krass. Wir haben schon 40.000 Münzen. Das ist heftig. Das ist auf jeden Fall heftig.
Ah, ich fühle mich so erleichtert, Leute. Ohne Witz jetzt. Von hier aus, nee, es wäre blöd, wenn wir von hier aus jetzt runterspringen. Oder auf die andere Seite. Dann würde das den Weg zum Traumportal auf ganz blöd verlängern. So, diesen Kampf nehmen wir definitiv wahr. Ah, außerdem können wir durch diesen Kampf auch das zweite Symbol erhalten. Am besten attackieren wir den Kettenhund erstmal, da er der stärkste ist. Aber ich weiß nicht, ob wir da durchkommen. Der Feuerbruder steht uns im Weg. Schade, dass der Panzer nicht noch einmal den Gegner treffen kann. Also erstmal hat ja der Panzer eben gerade nochmal den Kettenhund getroffen. Und danach hat er den Feuerbruder berührt, als der Panzer zurückkam. Und aber in diesem Moment hat der Feuerbruder kein Damage abgekriegt. Das wäre wiederum geil, wenn er Schaden abgekriegt hätte. Oh, cool, ich habe Wandergeil getroffen. Ach, er hält kurz an. Ey, Mario, wo bist du? Mist. Dreckige Landung. Oh, dieser Feuerball. Okay, weiter geht's. Mit dieser Paarattacke. Sollte eigentlich ausreichen. Okay, Feuerbruder ist schon mal down. Wandergeil ist auch schon mal down. Müssen wir nur durchziehen. Jawohl, das war's. Und Feuerball. Mist. Okay, gut, Leute. Wir haben jetzt wirklich alles gemacht, was wir tun sollten. Wir haben sehr viele Räume wieder betreten. Haben das 10. Attackenfragment gefunden. Den Käfig haben wir weggekriegt und somit können wir ja, das Traumportal eröffnen, die Traumwelt besuchen. Ja, ich würde mal sagen, das machen wir jetzt schon. Eigentlich wollte ich nur das Traumportal öffnen lassen, aber man kann die Traumwelt direkt besuchen, wenn man hier vor Bowsers ja, Kutsche, sage ich mal, steht. Gut, dann machen wir das so, dass wir hier einen Cut machen. Ich hoffe, dass wir jetzt nicht von hier oder da angesprochen werden. Okay, gut, wir haben erstmal Ruhe. So, Leute, bevor wir abspeichern, bereiten wir uns gemeinsam schon mal auf den nächsten Part vor. Gibt es hier in der Traumwelt einen Shop? Das wäre geil. Das wäre geil. So, Brüderpunkte, ja. Mario. Luigi nicht, aber eher Mario. Oh, ich habe nur noch 32 Sirupe. Ultra-Sirup und Wunder-Sirup. Ach kommt, es ist zwar eine Verschwendung, aber was soll's. Gut. Wir sind auf jeden Fall gut vorbereitet auf den nächsten Part. Danke fürs Einschalten, Leute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit diesem Part. Wenn was ist, schreibt es sehr gerne in die Kommentare. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut und tschüssi, Leute.